Hi Leute, ich fände es toll, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Fever 2 wieder dabei seid. Ihr wisst schon, ein Like, Abo oder Kommentar erhalten die Spielfreude an diesem Game. So, jetzt geht's aber los. Auf ins nächste Cube Adventure. So, hallo Leute, herzlich willkommen zur 103. Folge. So, wir fahren gerade mit unserem Güterzug in Richtung Berlin. Und zwar ist es genau der Bahnhof, den wir bereits schon umgebaut haben. Jetzt heißt es natürlich, die Gleise, die wir hier vorne rausgezogen haben, die müssen wir natürlich jetzt irgendwie anschließen. Macht wenig Sinn, wenn wir umbauen und das nicht nutzen. So, dafür würde ich dann erstmal vorschlagen, wenn wir hier eine Brücke über die Gleise schlagen, weil hier kommen wir nicht weit mit einem Bahnübergang. Das gefällt mir nicht. So, hätte gerne eine städtische und dann mal gucken, was wir hier an Brücken rüberbauen können, wie wir das hinkriegen, ob wir das hinkriegen. Ob wir sagen müssen, wir müssen hier, naja, wir gehen hier ganz schön weit runter. Das gefällt mir nicht. So. Da schon mal gucken, ob wir hier ein Stück Anlauf holen vielleicht. Also mit der Straße so ein bisschen rausgehen, schon nach oben wandern, dass wir dann hier wirklich auf eine Brücke gehen können. Ich würde hier ganz gerne noch mal eins höher gehen. Vielleicht noch ein Stück zurück. Na nur, was dann heute los hier? Ich brauche schon mal, dass wir hier wirklich zur Brücke ansetzen. Dass hier vielleicht das eine oder andere Gleis noch mal reinpasst. So, wie sieht's aus? Ist das hier eine Abschussrampe oder? Sieht nicht so schick aus. Wir müssen hier, glaube ich, noch mal ein kleines Stück höher. Unsere Straße. So, mal den ordentlichen Anstieg haben, dass wir jetzt hier rüberkommen, aber in einer relativ ebenen. Das reicht immer noch nicht. Müssen wir hier noch mal ein bisschen weiter ausholen, würde ich sagen. Genau, dann lasst uns das hier nutzen als Anfahrt, Zufahrt. Genau, das hätte ich hier auch gerne noch abgeschüttet. Und dann würde ich hier nämlich mit einer Brücke gerade rüber gehen wollen. So gefällt mir das. Genau, und dann gehen wir jetzt von hier aus daran. Das würde ich dann hier aber auch aufschütten wollen. Genau so dachte ich mir das. Genau, dann haben wir hier eine Brücke, wo wir eventuell noch weitere Gleise reinlegen oder durchlegen können. Das sollte passen. Die Linie ist auch wieder funktionsfähig, damit fähig. Damit können wir hier auf Play stellen und alles läuft wieder sehr schön. So, dann lasst uns mal gucken, wie wir hier oder wo hier überhaupt der Knoten ist, den wir auflösen müssen. Das wäre diese
die würde ich von hier kommend. Lassen Sie mal schauen, machen wir das Auge an. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, wir haben 6 Linien hier drauf. Und das ist schon ganz schön fett. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn wir hier eine kleine Junction rüberbauen, dass wir hier auf der Seite sind, dass man hier eventuell sagt, was sind hier noch die Güterzuglinien, das würde mich interessieren. Du bist zum Beispiel eine Güterzuglinie, du bist die grüne. Du fährst eingleisig auch da lang, das passt. Dich könnte man... auch mit dann rausholen. Genau. Wir fangen einfach mal an. Wir schauen hier, dass wir hier mal zweigleisig... Das wird ein schöner Knoten. Ja, das macht Spaß. So, schnelles Gleis nehmen wir mal. Und wir werden mal tatsächlich mal hier hinten an. Und mich hier. Komm. Das war hier schon mal Anfang. Jetzt zurück. So. Dann müssen wir schauen, dass wir hier oben drüber kommen. Gucken wir mal, wie hoch das Ganze hier geht. Das reicht natürlich nicht. Und M. Kommen wir auch nicht weiter. So, vielleicht. Jetzt müssen wir einfach hier durchgehen. Okay, das hat schon mal geklappt. So, wir müssen jetzt unten drunter bleiben oder wir gehen hier außen rum. Das macht auch Sinn. Wenn man sagt, ja, wir gehen hier mit lang. Genau, wir waren hier außen mit rum. Das schaut gut aus daran. Perfekt. Genau, nicht so kompliziert denken. Einfach hier mit Lack. Sehr schön. So, jetzt sind wir schon mit dieser Anbindung. Was wir hier mit nachher machen, das gucken wir uns dann gesondert nochmal an. Vielleicht tauchen wir anders ein.
Das gucken wir uns dann nochmal an. So, hier hätten wir... Kommst du denn her? Du kommst von da. Dich könnte man reindämmen, dich hier ein Stück nach da hinten verlegen. Ja, das würde auch Sinn machen. Und dich hier mal rausholen. Und dich im Müll weiter nach hinten setzen. Die Gleise hier mal weg und dann geht's hier weiter. Ich glaube, hier müssen wir nochmal ein Stück wegnehmen. Das macht mehr Sinn. Genau, müssen wir nämlich hier lang. Zack, daran. Und so sieht das schon wesentlich entspannter aus. So, die Linien bleiben hier, sind definitiv hier, das passt. So, jetzt müssten wir dich hier nur noch... Wir probieren es erstmal, wir gucken uns das an, wie das läuft, wenn wir dann hier in diesem Punkt, Knotenpunkt irgendwo Probleme haben, dass es hier einen Stau gibt. Dann müssen wir da nochmal was verändern. Aber ich bin der Meinung, das Signal hier mal wegnehmen und hier mit unseren Gleisen rausgehen. Hier ran, dann sollte es nämlich schon passen. Hier mal noch ein paar Signale hinsetzen, die wir ja weggeräumt haben. Zum einen hier, zum anderen da. Genau, und der Rest ist eigentlich okay. Ja, und wenn wir jetzt hier mal gucken, sich hier schon was verändert? Nein, hat sich noch nichts verändert. Aber wir werden mal schauen, dass wir hier, wo sieht es hier aus mit den Nadeln? Stehen ja auch alle relativ knapp hier an der Stelle, aber okay. Gucken wir noch hier eins. Dann würde ich gerne hier eins sehen. Genau. So, dann würde ich nämlich sagen, die Linie du hier, die Bahnlinie, die wir halten. Du könntest dann bitte mal in Berlin Transfer nicht in die 6, sondern du könntest in die 1 fahren.
Und damit würdest du nämlich unsere neue Linie, unseren neuen Weg nutzen. So, und ich drehe mal um. Und dann findest du auch dein Gleis. Sehr schön. Was hier fehlt, sind noch 102 Signale. Signale. Die werden wir hier mal einsetzen. So. Ja, ich habe mein Mikrofon ein bisschen weiter weggestellt. Ich glaube, ich muss etwas lauter reden, damit man mich versteht. Ich hoffe, das reicht. Okay. So. Damit hätten wir jetzt die Signale und wir hätten die eine Linie durch den Bahnhof schon mal entschärft. So schaut's aus. So, welche Linie können wir jetzt hier noch rausnehmen, die nach Berlin fährt? Wäre einmal die, dann hätten wir noch diese grüne Linie. Die düst einmal da lang und okay, müsste dann rein theoretisch. Wir fahren hier rein. Bist du das sogar? Ja, du bist es, genau. Dich würde ich gerne mal sehen. Du fährst hier auf Gleis. Nein, dich müssten wir mal jetzt zwei umlenken irgendwie. Dann hättest du nämlich auch eine Chance. Genau, wir haben mal gucken, also mit dem Gleis hier nach oben wandern. Und anschließend mit einer Brücke hier rüber. So, der Plan. Kommt er jetzt schon rüber, kommt eine Brücke. Schaut noch nicht so aus. Genau, dann müssen wir ein bisschen an Höhe gewinnen. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Wir gehen alle Gleise hier hoch. Vielleicht sollten wir nach unten abbiegen. Würde vielleicht auch Sinn machen zu sagen, wir gehen nach unten, nicht nach oben. Um so, damit hätten wir unseren Tunnel hier. So, würde mir das gefallen. Zack. Und dann würden wir nämlich hier unten drunter durchgehen. So, können wir den Stück weiter hoch. Wenn ich mich jetzt sage, ich gehe hier nämlich gleich raus mit meinem Gleis und versuche hier mal ranzukommen an mein Gleis, genau so dachte ich mir das, zack, dann passt das nämlich. Dann fahren wir nämlich hier lang, hier durch, setzen hier noch ein Einfahrtssignal. Und dann geht es da hinten raus. Dann werden wir der Linie nämlich sagen, dass in Berlin Transfer nicht die 5 nutzt, sondern die 2.
Wuppdiwupp. Damit fährst du dort rein. Fährst hier hinten wieder raus. Das passt. So, damit hat man mir schon zwei Gleise hier belegt, hier freigeräumt, wie auch immer. Okay. So, Berlin wächst so nach und nach, langsam, Stück für Stück. Haben wir schon einen schicken Bahnhof. Können wir mal schauen, dass wir hier mal ein paar Assets hinsetzen. Was wir da alles so haben, was sich uns hier alles so anbietet. Mit Güterbahnhof zum Beispiel, Busdepot. Okay, was ist das? Bordstammes, Depot, Bayerischer Hafen, Signalzubehör. Signal, Kurzbeschreibung, Signale, Busse, Brücken. Oh ja, sehr schöne Brücken, die ich brauche mal wieder noch. Bonus. Ups. Cool. So, was haben wir hier? Ein Stück. So, eine Stelle brauchen wir eigentlich nicht. So viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die vielleicht mal hier auf dem Berg vielleicht mal den Stein abhinstellen kann. Das würde sich ganz gut machen hier. Zack. So, weiter geht's. Was ist das? Aufzug. Dann muss man die ganzen Bahnhofstour. Verwaltungsgebäude würde ja hier auch noch ein bisschen Sinn machen, etwas hinzustellen. Schwupp. Wegen noch ein zweites. So, was ist das? Lass uns hier nur eine oder andere Windrad noch mal mit hinstellen. Stellwerk, was ist das? Unterirdischer Eingang. Das sind U-Bahn-Häuser. Container. What's that? Oh, sowas hätte ich hier ganz gerne mal. Auch am Bahnhof vielleicht dran. Das eine oder andere Gebäude. Genau. So, was hat man noch hier für Züge? Irgendwas? Dock, was ist das? Förderband, okay. Ein paar alte Wagen. Brückenschilder. Container, oder? Sinn machen.
denen. Die hatten wir hier gemobbt. Wo waren sie denn nochmal schnell? Jetzt kommen sie gleich, hoffe ich doch. So, was haben wir hier? Den einen oder anderen? Okay, wir werden erstmal ein bisschen malen. Brauchen wir immer ein bisschen. Felsen nicht, Kies auch nicht. Asphalt, genau. Ein bisschen kleiner den Pinsel vielleicht. Zusammen. Okay, wir asphaltieren das hier mal. Hier auch. Genau, den Baum nehmen wir hier noch kurz weg. So, dann malen wir hier mal kurz weiter. Genau. Das nehmen wir nochmal gleich mit weg. So, dann haben wir ja ein paar Assets. Also wie gesagt, ein paar Container stellen wir hier mal hin. Moment. Hinstellen ist ja nicht verkehrt, ist ja nicht verboten. So. Und Wagen. Gleise, Tutorials, nee, das ist alles okay. Gut.
Naja, wir haben mal ein bisschen dekoriert hier. Na, erstmal nicht verkehrt, steht erstmal ein bisschen was rum. Sieht auf jeden Fall ein bisschen belebter aus. Genau. So, dann gab es heute mal keine Mitfahrt irgendwie. Wir haben hier nochmal ein bisschen umgebaut. Mal gucken, ob wir uns hier mal einen Zug schnappen, mit dem wir durch den Berliner Bahnhof fahren können. Genau, du wärst gerade hier. Wir werden uns mal hier reinsetzen und dann werden wir mal hier mit durchfahren. Gut, genau das, was wir sehen wollen, ist vorbei. Mal gucken, ob hier zufällig noch einer kommt. Wo fährst du lang? Ja, du fährst genau unsere neue Strecke. Da setzen wir uns mal rein. Ich sage tschüss, verabschiede mich, halt meine Klappe, bis zum nächsten Mal. Euer Axel K. Tschüss.